Schön, dass Sie bei mir gelandet sind. Was immer bei mir hier, bei mir euch geführt hat, es war bestimmt eine sehr intuitive Führung und ich freue mich, dass Sie das gehört haben. Ich habe einen kleinen Sender hier auf YouTube, der heißt Qualität Fafa. Ich spreche Deutsch, weil ich da ziemlich lang als Ingenieur in Deutschland gearbeitet habe. Und ich bin, seit dass ich ganz klein bin, auch interessiert zu verstehen, wie diese Welt funktioniert. Also auf diese, nicht was ich glaube zu sehen, aber wirklich, was hinter alles da steht. Und ich habe da deswegen ein Buch geschrieben, basiert auf Diskussion mit Erfahrung, Diskussion mit Menschen und insbesondere die letzten Monate, wo ich live organisiert habe auf YouTube und gesehen habe, dass es eine große Ignoranz gibt. Also nicht um böse meine Mitmenschen zu beurteilen, aber im Rahmen meiner Leben, ich habe die Chance gehabt, sehr tief mit Psychologie mich beschäftigen zu können und auch mit meinem wissenschaftlichen Hintergrund. Also ich habe wissenschaftliche Studien mit viel Mathematik, viel Chemie, viel Physik. Auch eine sehr rationale Art, die Sachen zu beobachten habe. Und ich kann so mit vielen unterschiedlichen Menschen von unterschiedlichen Hintergrund auch reden. Aber was ich verstanden habe, ist, dass wir sind jetzt gerade in einer Zeit, wo die Menschen haben die Arroganz und Arroganz basiert auf Ignoranz. Und vielleicht ist das normal. Ich meine, dass man das glaubt, das ist auch, es gibt sehr viel Sicherheit, sowas zu glauben, dass man alles versteht und man kann alle seine Entscheidungen und was man sagt und was man macht, alles rationalisieren und eine Erklärung geben, dass man so zu zeigen, dass man alles im Griff hat. Aber eigentlich, das ist alles Quatsch. Also wenn man Psychologie studiert hat und man Therapie auch gemacht hat ohne studieren, also einfach Therapie gemacht hat, man weiß ganz genau, also dass wir programmiert sind, dass wir Programmierung, Konditionierung, ich weiß nicht, ob es Deutsch ist, also dass wir das in uns tragen und das hat so viel Einfluss auf unser Leben, dass es eigentlich weiß wäre, manchmal, also fast immer, die Sache so zu beobachten, dass ich vielleicht nicht alles über mich weiß, ja, wie ich funktioniere, welche Kräfte mich leiten. Und ich bin sicher, dass als Deutsche, Sie haben sehr viel über Carl Jung gelesen, der war auch ein großer Denker unserer Zeit, aber vielleicht weniger über Bernard de Montréal gehört, ja, der in Französisch gesprochen hat und das war in die 80er Jahre war er sehr viel tätig in Kanada und Quebec und auch sehr weise Betrachtung, wie diese Welt funktionieren könnte, geteilt hat. Also ich muss sagen, dass alle diese Wissen, ist ein intuitives Wissen, ein Erfahrungswissen, das ich da bekommen habe, analysiert mit meinem Logisch und meine Kenntnisse, was wie diese Welt funktioniert, auch in Physik. Und aber das trifft richtig fett die Denkweise von, ob man über Denkweise reden kann, von Carl Jung und Bernard de Montréal, ja. Und jetzt, ich möchte so einfach mein Buch folgen. Ich habe ein Buch geschrieben, also basiert auf die ganze letzte Monate da, wo ich, wissen Sie, in Frankreich, es gab diese Gilets jaunes und es gab sehr viele Austausch zwischen den Menschen, dass die Regierung so böse ist und die Medien haben auch nur die Regierungsversion fest präsentiert, waren daran festgehalten und es gab so ein Gefühl von das Volk Opfer des Elite war
Und das war ein bisschen so auf YouTube sehr, sehr viele Effervescence, ich weiß nicht in Deutsch, aber sehr, sehr, sehr viele Sprudel, sehr viele Leute waren sehr zersplittert und hatten unterschiedliche Versionen und Gewalt von der Regierung und so. Das war. Und da ein bisschen ein anderes Denken zu bringen, ne, da drin, in diese ganze Lärm, zu sagen, vielleicht haben wir etwas zu tun mit was gerade passiert. Vielleicht sind wir nicht einfach Opfer. Das habe ich versucht, auf YouTube in unterschiedliche Live zu verteilen. Und das ist sehr schwer zu hören. Also muss man sagen, die Menschen haben Probleme zu hören, dass sie vielleicht damit etwas zu tun haben, was sie sich selber antun, ja. Und ja, der Buch ist auch da zu gemacht, dass man versteht, inwiefern wir haben etwas damit zu tun und inwiefern wir sehr viel Macht haben eigentlich. Und das ist eigentlich eine Hoffnung für die Menschen, wenn sie wirklich verstehen, wie es funktioniert, dass sie alles ändern können, wenn sie das richtig möchten, ja. Also ich werde dann jetzt ab jetzt einfach durch mein Buch gehen, ne? Einfach das lesen. Es ist in Französisch geschrieben, so ich versuche gleichzeitig das zu lesen und zu übersetzen. Und okay, mein Deutsch ist nicht perfekt, aber ich bin sicher, Sie können gut verstehen. Wie Sie wissen, wir haben in der Mathematik und Physik manchmal Modelle benutzt, die überhaupt nicht einsetzbar wäre, theoretisch in unserer Realität. Zum Beispiel, wir haben die Euklide-Geometrie, also die sagt zum Beispiel, zwei parallele Linien können sie sich nicht schneiden. Und wir haben eine andere Geometrie, wir sagen non-euklidien, nicht Euklid, die sagt, also dass parallele Straße können sie mehrmals sich schneiden. Und es hatte Nutzung in Astronomie zum Beispiel. Und wir haben zum Beispiel auch während meines Studiums, ich habe eine Verwandlungsenergie-Spezialität bekommen in Frankreich. Ich bin Ingenieurin, aber ich habe auch eine Spezialisierung gehabt in Energieverwandlung. Da ist auch möglich, Turbulenzfluss zu studieren mit die imaginäre Zähle sind, wenn man eine quadratische Zahl nimmt, ist der negative. Ja, auf Quadrat bringt, dann wird er negativ. Und wir nennen das i. I Quadrate ist minus 1. Ja? Und also das ist verrückt, aber das heißt, kann man damit sehr gute Simulationen machen für Flugzeuge, aerodynamische Flugzeuge und so. Und genau so möchte ich umgehen mit was gerade uns passiert. Wir glauben, es gibt sehr viel Unrecht auf dieser Welt. Ich weiß, es ist sehr, sehr hart, das zu glauben, aber stellen wir mir vor, nur die während dieses Videos, dass alles ist gerecht, alles ist richtig, alles ist perfekt. Also, dass die Erfahrung ist genau so, wie sie sein sollte. Und dann mit dieser Theorie, also wie dieses Postulat, wir werden dann analysieren, was kommt dann. Im Grunde genommen kann man ziehen von diesem Postulat. Wieso? Wieso will ich versuchen, so die Sache zu annehmen? Weil wenn wir alles nur in Recht, in Gut und Schlecht beurteilen, also zum Beispiel wie in die Religion, das ist böse, das ist nett, das ist teuflisch, das ist göttlich. Sobald dass man diese Sortierung gemacht hat, ist man nicht mehr in der Lage, wirklich weiterzudenken. Wieso? Wieso? Die Kausalität, also wieso ist das so? Warum gibt es so böse Menschen? Wenn wir urteilen, es sind böse Menschen. Sind sie wirklich böse Menschen? Gibt es nicht Erklärung, warum sie so sind?
systemische Erklärung in Systeme rein. Also, und dann können wir vielleicht etwas für unsere Welt machen, wenn wir versuchen zu beobachten mit rational, aber nicht rational nur, aber pragmatische Art, die Sache zu sehen. Nicht ohne Urteil, einfach pragmatisch. Ja? Wenn man beobachtet, was passiert in der... kennen Sie dieses Experiment von Jung? Es gibt so eine Lichtstrahle. Er wird geschickt auf zwei, auf eine Platte, wo man da drin zwei Schnitt gemacht hat. Und hinten hat man einen Bildschirm gestellt. Und man sieht, dass der Strahle bewegt sich wie eine Welle. Hinten diese Schirm sehen wir, wie diese zwei Strahle interferieren, machen Interferenz, ja. Und es gibt eine Experimente, das die Physiker in der quantischen Fach nutzen, ist, dass wenn man eine Kamera stellt hinten der Platte mit diese zwei Schnitt, man sieht, dass diese zwei Wellen nicht mehr Wellen sind. Sie werden wirklich Korpus, erscheint so Körper, so Punkt, dass sie nicht mehr Welleninterferenz, das sind richtige Punkte, die kommen auf der Bildschirm. Und so haben sie gedacht, dass die quantische Physiker, dass wenn ein Mensch beobachtet, wenn etwas beobachtet, der Bewusstsein ist, dann Materie wird erstellt. Ja? So habe ich dann gedacht, okay, dann wir wissen, ein Mensch ist nicht nur Bewusstsein, ist Interpretierung, ist Glaubenssätze, ist Konditionierung. Ja? Und deswegen, wenn er beobachtet, vielleicht kann er auch die Erfahrung, weil er Meinung hat, auch erstellen. Also vielleicht nicht direkt, aber irgendwie die Form der Erfahrung ist auch durch seine Glaubenssätze auch erstellt. Ja? Und so, wenn man sowas sich vorstellt, dass es geht nicht um, das geht um, was ist die Erfahrung, die am meisten Probabilität passieren könnte, wenn man sowas glaubt, das ist was passiert, also wirklich ein Effekt zwischen was, eine Verbindung, eine logische Verbindung zwischen was man glaubt und was man erfährt. Wenn man die Welt so identifiziert, erklärt, da kann man nicht mehr über Recht und Gut reden. Ne? Kann man nicht mehr. Man kann nur über Erfahrungen, die gemacht sein müssen, weil man das glaubt. Und, sehr wichtig, was ich versuche hier zu zeigen, ist, dass wenn ich identifiziere mich zu etwas, ja, weil ich nicht das bin, Mensch ist nicht Materie, der Mensch ist nicht limitiert. Der Mensch ist in seine Natur, seine ganz tiefe Natur, in seine Essenz, ist eine ewige Bewusstsein. Ja? Ist das ewige Bewusstsein. Und ich weiß nicht, ob bewusst allein würde, könnte man in Deutsch nutzen, aber in Französisch wir nennen das Conscience. So, ein ewige Conscience, ein ewige Bewusstsein, würde ich sagen. Aber ein Bewusstsein, es gibt Sein. Also, was Sein ist Körper. Ich meine, ohne Körper, ja. Und wenn man durch der Ignoranz von was man ist, man identifiziert sich, ich bin, zum Beispiel man sagt, ich bin Kommunist oder ich bin ein Konzept, dann wird die Erfahrung gemacht mit Leiden. Das ist kein Konzept.
bin. Ja? Und es geht darum, es geht nur um das. Zum Beispiel, ich identifiziere als eine Mutter, da werde ich erfahren, ich leide mit des Muttersein. Sobald dass ich ganz tief an etwas glaube über mich, über meine Form, weil ich bin keine besondere Form eigentlich als reine Bewusstsein. Reine Bewusstsein in meiner Erklärung des Welt ist so wie die Sufi glauben. Also alles, was Form hat, ist Bewusstsein. Zum Beispiel die Bäume sind Bewusstsein, die Stein ist Bewusstsein, das Luft ist Bewusstsein, alles ist Bewusstsein. Ja? Und wenn der Mensch sich identifiziert, macht er sofort die Erfahrung, dass er das nicht ist. Und das ist das Leiden. Das ist das Leiden. Inwiefern sind wir konditioniert? Inwiefern tragen wir Glaubenssätze? Der Mensch, zum Beispiel die Menschen, wie sie reden, ihre Sprache, ist zum Beispiel eine Konditionierung, ist eine Programmierung. Zum Beispiel alle Sprachen, wenn ich denke an Japanisch, zum Beispiel in Japanisch, sie haben als Zeit die Vergangenheit in ihrer Sprache und das Gegenseit. Sie haben keine Grammatik für Zukunft. Zukunft existiert nicht bei den Japanern. Wenn Sie wollen sagen, morgen ich werde zu Schwimmbad gehen, dann gibt es das Wort morgen, okay, stimmt, es gibt mir, aber die Zeit werde, es gibt nicht. Es ist morgen, so wie wir machen in Deutsch, gehe ich zu Schwimmbad, Sie nutzen das Gegenwart. Sie haben keine Zukunft als Grammatik, das gibt es nicht. Und auch Sie haben keine, normalerweise Sie haben diese Watashi ist ich, aber das haben sie entwickelt durch diesen Kontakt mit der occidentalischen Welt. Sonst nützen sie nicht ich. Sie drücken auf ihre Nase normalerweise, um ich zu sagen. Und sie haben auch normalerweise keine Plural. Aber Plural gibt es auch nicht bei den Japanern. Sie sagen mehrere von irgendwas, aber sie haben keine Plural. Wir sehen, dass die Sprache, also das ist die Basis des Denkens. Ne? Und wenn ein Volk wie die Japaner keine individuelle Sprache hat, man kann verstehen, dass sie mehr kollektiv denken. Ne? Also das ist dann ein wirkliche wichtige Programmierung, was für eine Sprache man nutzt. Und ich möchte euch über die Sprache, also in Französisch, wir sagen Manichäismus, die Beurteilung recht, schlecht, gut. Und diese Beurteilung ist in unsere Sprache getragen, in Deutsch, in Französisch, in Englisch und alle occidentalische Sprache ist sie drin. Das bedeutet, wir, anstatt zu denken, Ursache, Konsequenz, wir beurteilen schlecht, gut. Ja? Wir denken auch in Englisch, wir würden sagen inside, outside, innerlich, äußerlich. Also das ist auch ein Urteil. Bin ich wirklich nur limitiert auf meinen Körper, wenn ich Bewusstsein bin, wenn ich ewige Bewusstsein bin? Bin ich wirklich limitiert auf meinen Körper, mein zwei Arme, mein zwei Beine und so? Oder ist meine Umwelt, was ich erfahre, vielleicht auch innerlich? Ja? Das ist vielleicht alles holographisch. Ja? Eine Projektion von mir, weiter wie ein Fraktal. Okay. Also diese Information ist dann die Sprache. Wir haben diese Konditionierung. Dann, wie man diese Körper nutzt, ist auch erzieht. Wir sind erzogen worden. Wir haben eine Erziehung, eine Programmierung, die damit verbunden ist, wie unser Körper ist.
Was wir essen, wie wir die Welt urteilen, ist auch eine Programmierung unserer Eltern, was sie uns weitergegeben haben, als Erzählung, unsere Tradition, das ist auch eine, durch die Generationen ist das diese Transmission, diese Weitergeben, ist das auch eine Programmierung. Also auch die Organisierung des Gesellschaft, also dass man Hierarchie hat, ist auch eine Programmierung. Ich werde später reden über andere Formen von Organisation, zum Beispiel in Nordafrika, wo jeder ist ein Chef. Ja? Also dass diese Organisation, wo eine Gruppe entscheidet mit der Kraft der Gruppe über einen Mensch. Und der Gewalt der Gruppe nützt gegen einen Mensch. Das ist auch eine sehr primitive Form der Organisation. Ich urteile das jetzt sofort, aber belegen Sie sich das, wie viel von unserer Organisation hat zu tun mit Ängsten, dass man nicht ein Wesen beherrschen kann. Ja? Also das ist sehr basiert auf Angst. Ja? Also diese ganze Programmierung, sie sind irgendwo gelagert. Also sie sind in unsere Struktur, Körper gelagert. Also es geht sofern, zum Beispiel, es gibt auch wissenschaftliche Studien, die zeigen, dass Trauma sind in unsere Körper gelagert. Zum Beispiel Peter Levin hat das gezeigt, also dass es nicht wichtig ist, dass diese Trauma ist eine komprimierte Energie in unserem Körper. Um diese Energie zu befreien, ist nicht unbedingt nötig, wieder in der Trauma-Erzählung wieder rein zu gehen. Aber die Möglichkeit, fiktive erstellen, diese Fluchtprozesse komplett zu machen, weil es gibt bestimmte Prozesse, um gesunde, die Tiere zeigen uns, gesund von einem Trauma rauszugehen. Es geht um rausschütteln, diese ganze zu viele Energie rausschütteln. Und durch unsere Erziehung sind wir nicht Menschen, sind nicht in der Lage, diese ganze in der Traumatisierungsphase nicht in diese Prozess bis zu Ende zu bringen. Und deine Therapie basiert auf diese komprimierte Energie raus von der Körper fliehen zu lassen. Ich könnte auch erzählen über Ayurveda, auch von Shirodhara-Therapie, aber wir werden das später erzählen, darüber später erzählen, wo wir sehen auch, dass es geht um Befreiung von Energie, die in der Körper gelagert sind und Blockade in der Körper machen, auch wie die chinesische Medizin auch das erklärt. Ja? Was wir versuchen in diesem Buch jetzt zu erklären, wie diese unterschiedliche Glaubenssätze, die Erfahrung des Menschen gestalten und auch wie die Menschen können sich davon befreien. Weil es gibt Möglichkeit, sich von dieser ganzen Programmierung, diese ganze Limitierung, diese ganze Erfahrungsschliere, sich davon zu befreien. Ne? Zum Beispiel, ich rede über die Bertellinger zum Beispiel, nicht nur Bertellinger, aber diese Therapie des Familienaufstellung zum Beispiel, ist eine Therapie, die zeigt, wie Glauben, Traumaglauben, komprimierte Trauma in der Körper weiter oder in der Kollektive weitergegeben sind und dass man eine Möglichkeit hat, das zu befreien. Ne? Jetzt möchte ich über Jung reden. Also der Carl Jung, Carl Gustav Jung, dachte, dass der Sinn des Lebens war eigentlich für die Menschen, sich zu individualisieren, sich zu autonomisieren, dass sie irgendwann in der Lage sind, alle Teile von sich selbst, also diese Animo, diese Anima, diese Schatten, alles das zu integrieren und dann ein kompletter Geist zu werden, der sich, der irgendwann in der Lage ist, sehr, sehr echte Ich zu treffen. Ich sage das mit meinem Französisch, ja. Man nennt das le soi. Und
Bernard de Montréal, der diese große, man sagt Medium, aber okay, kann man sagen, was man will, aber er hat, er glaubt auch, dass die Menschen werden zu einer neuen Rasse werden, eine Rasse, die nicht mehr durch Angst, nicht mehr Angst hat und sich wirklich als reine, kreative, ewige Energie des Bewusstseins ist, also Bewusstsein ist, mit dieser Kreativität, diese und dass wir unsere Ängste, unsere Ignoranz machen, dass wir diese scheiße Erfahrung auf die Erde haben, ne? Im Grunde genommen. Also, in meinem Postulat, wir erfahren die Summe des bekannten und unbekannten Glauben, das wir über die Welt und über uns haben. Das ist die Erfahrungsspiele. Soll ich gehen ein bisschen weiter in der Buch? Moment, bitte. Und die Illusion des unterschiedlichen Menschen, diese Kollektive, macht, dass jeder Mensch so hat die Möglichkeit, oder diese Formel, jede Formel von des Bewusstsein hat die Möglichkeit, wie ein Spiegel in der andere sich zu sehen und sich zu identifizieren und dann auch irgendwann diese Identifikation zu lassen, zu sagen, das bin ich nicht. Und das macht man durch das Leiden. Wenn ich mich zu stark identifiziert mit etwas, ist der Spielregel so, dass ich leide. Also dass die Erfahrung, die ich baue, ist eben mich zu zwingen oder mich zu langsam mit aber harte Gefühle mich zu bringen, dass ich das nicht bin, ja? Und der Zustand des Menschen, der irgendwann versteht, dass er nicht, was er glaubt zu sein, ist, und er ist nicht, was er sieht, weil seine Sinn ihm auch täuschen, ist, dass es ist ein Mensch, der nicht mehr mit der Norm denkt. Er denkt nicht mehr wie die Programmierung seit der Kindheit, durch die Schule, durch die Mitmenschen ihm das beigebracht hat. Er entfernt sich, er geht weit weg von diese soziale Norm. Und deswegen, er sagt, er denkt dann mit seinen präpersonale Bewusstsein. Es ist noch nicht sein volles Bewusstsein. Präpersonale Bewusstsein, das bedeutet, er wird nicht mehr durch die egotische Denkweise geführt. Er wird immer mehr allein in seiner Art, die Welt zu verstehen. Und es ist auch eine harte Phase, weil er trifft wenige Menschen, die wie ihm die Welt betrachten. Schauen Sie mal, wenn man weiß, wie viel Pädophilie, diese Thematik mit Vergewaltigung von Kindern, wenn Sie sagen, die Menschen, wenn Sie sagen, es ist nicht eine Sache von schlecht oder gut, es ist eine Sache von Betrachtung, weil auch ein Kind trägt eine Programmierung und auch seine Eltern tragen eine Programmierung. Überlegen Sie sich zum Beispiel in Familienaufstellung, wie viele Inzeste sind von Kindern, bei Kindern passiert, die selber von Eltern, Familie, die selber diese Geschichte haben, ne? Und die Menschen wollen das nicht akzeptieren, weil ein Kind natürlich sieht aus ganz unprogrammiert und unschuldig, aber ist ein Kind ein Kind? Ist der wirklich so rein, nicht im Sinn, wir sind alle unschuldig, aber so rein von Programmierung? Wenn man sich vorstellt, dass die Programmierung vielleicht in der Körper getragen ist, als eine komprimierte Energie, dass auch, es gibt auch eine kollektive
Geschichte, dass man sich weitergibt durch die Gene. Ja? Und er sagt auch, Bernard de Montréal, der neue Mensch wird nicht mehr urteilen, die Welt urteilen durch die, kollektive Werte, die Werte, die von degenerative Kräfte kommen, also die Kräfte, die der Menschen immer weiter in der Dunkelheit, in der Ignoranz bringen. Das sind so Kräfte wie Religion, die reden über eine Retter und der Mensch keine Kraft hat, weil er ist unter einem Gott, der sehr böse sein könnte, ein Vater. Vater, stellen Sie sich vor, ein Vater, also das wie ob, als ob die spirituelle Welt könnte sich so wie eine Familie und auch mit dieser Hierarchie in der Familie, dass der Mann ist der das Kind, das Mensch auf die Welt bringt. Wenn Sie überlegen in der Natur als Vorbild, das passiert nicht so. Ja? Das Kind wird in der Mutterleib gemacht. Und wir sagen nicht mal, dass die Mutter der Ursprung ist des Lebens. Sie trägt das. Ja? Und jetzt in dieser Religion, das ist der Vater, der trägt nicht mal das, er macht das. Ja? Also, es ist so ein Quatsch, ja? Ein Quatsch. Also Ideologie, Religion, Ideologien wie Kommunismus, Kapitalismus, Anarchismus, Medien, die lügen, volle Kanne, das wissen Sie mit Modifikationen, die Bilder, die Reportage werden falsch basiert, auf falsche Zeit passiert, falsche Bilder passiert, mit Programmen, um die Bilder zu modifizieren. Die Medien, auch Papiermedien, sind total Lüge. Und die Normen, die total in Frage gestellt sein sollte, aber die seit Kindheit so sind. Zum Beispiel eine Norm in unsere, tut mir leid, ich werde das ehrlich sagen, aber wo ist das wirklich richtig, dass man sich jeden Tag waschen muss? Ist das wirklich ein Muss? Sollte es so sein? Ist das richtig? Weil wenn man überlegt, wie viele Leute haben Hautprobleme, weil sie zu viel kosmetische Schrott nutzen für ihre Haut. Also es gibt Normen. Normen zum Beispiel, Normen in der Schule zum Beispiel und auch in der Gesellschaft, dass man seine Emotionen nicht zeigen soll. Ja? Normen, die zum Beispiel sagen, Aggressivität ist nicht gut. Aggressivität soll super gesund und gut sein, wenn man wird von jemandem so tief angegriffen, dass dieser jemand nicht respektiert, was ihm angeht und was mich angeht, also als wirkliche Grenze. Es soll gesund benutzt werden, um die Leute ganz weit zu halten. Also es gibt nichts Böses, es ist gesund. Also kann man mit Aggressivität sehr gesund nutzen. Und so sagt der Bernard de Montréal, der Mensch, der evoluiert ist, die fünfte, die sechste Rasse, ich weiß nicht mehr der Nummer, aber die neue Rasse, der neue Mensch, sagt er, wird ein Verständnis haben über wie diese unsichtbaren Kräfte funktionieren, diese Lebenskräfte. Aber er wird nicht nur die verstehen im Sinn von, er weiß, also ich sage das direkt, er weiß, dass diese Kräfte sind nötig, um die Polarität zu erstellen, um die Sachen, die Materie zu erstellen. Die Materie, die macht die Erfahrung. Aber er weiß auch ganz genau, dass er muss diese Kräfte bekämpfen, weil sie sind auch die Kräfte, die ein einziges Ziel haben. Die haben das Ziel, immer die Menschen zu testen in ihrer Identifikation. Ja? Und das durch das Leiden, eine Erfahrung, die Leiden bringt. Ja? Und er muss auch diese Kräfte, der sagt, der Geist zum Beispiel, muss er auch bekämpfen, weil er hat in seiner Natur, in seiner Essenz,
ist er so gemacht, dass er polarisiert und die Polarisation macht die Materie und die Erfahrung. Er muss lernen, der neue Mensch, trotz was er sieht, ja, nicht zu polarisieren und auch nicht das zulassen, dass der Geist ihm polarisiert und ihm diese automatisierte scheiße Erfahrung in der Materie vorbereitet. Ja? Er sagte, der Bernard de Montréal, wenn der Mensch weiß, dass er weiß, ja, dann fängt er an zu diskutieren mit seiner Intelligenz. Und das geht durch, sagt er, Dialektik, Traktation, Telepathie und drei Psyche, die ganz normal ist für das Bewusstsein. So sollte man kommunizieren. Eigentlich Gedanken sind nicht menschlich. Der Mensch normalerweise nützt nicht die Gedanken. Er ist beigebracht worden, weil er kann die Gedanken bekommen, auch von anderen Leuten bekommen. Er hat diese Fähigkeit von Telepathie, da kann er die Gedanken von anderen Leuten bekommen. Aber normalerweise hat er ein viel, viel bessere Kommunikationsweg mit seiner bewussten Intelligenz. Das ist diese Telepathie. Und ich habe mich vorgestellt, was könnte es die drei Psyche, das er nennt? Ich muss sagen, ich habe gesucht, ich habe nichts gefunden darüber. Aber ich würde sagen, es hat etwas mit der Intuition, mit der Sprache des Träume, mit der Synchronizität zu tun. Also da sind überall, wo sie Informationen haben, die nicht erklärbar sind und so wahr Weisheiten bringen in eure Leben. Zum Beispiel, wenn sie, ich empfehle sie, wenn sie ein Problem haben im Leben, sie wissen nicht, wie sie das lösen können, sie müssen mehr Erklärungen, gehen sie ins Bett mit der Gedanke, ich möchte gerne eine Information haben. Und sie werden sehen, wie stark ist die Antwort und auch, dass sie die Fähigkeit haben, ohne Bücher zu verstehen, um was es geht. Und das ist Übung, das zu machen, weil diese Ressourcen wissen sie nicht, dass sie die haben. Niemand sagt euch in der Schule oder eure Eltern, dass sie die Möglichkeit haben, Zugang zu einer ganz tollen Intelligenz, die sie haben, innerlich. Und dass sie können durch telepathische Gefühle haben, zum Beispiel, wenn sie sehen Informationen und sie haben das Gefühl, das ist alles Quatsch, was da wird erzählt. Es geht nicht immer durch Gedanken, beobachten sie sich selbst. Manchmal ist es so einfach, so ein Druck in der, wo man der fünfte, der Chakra, ob Chakra existieren oder nicht, ist egal, aber in der Bereich zwischen die Bürste, auf die Bürste, oder sie kriegen einen Druck, auf ihren Hals oder irgendwo auf ihren Körper. Und das ist alles Quatsch. Ja. Und sie haben keinen Grund dazu sagen. Theoretisch gibt es nicht, aber es ist wahr. Also sie bekommen eine richtige Information. Man kann auch sagen, dass die Erfahrung, die wir machen im Leben, die Leute, die wir treffen, die wir Erfahrungen während der Tag, auch die Synchronizität, sind eigentlich eine Sprache. Sie machen nicht irgendwelche Erfahrungen durch Zufall. Sie glauben zu viel, zum Beispiel, dass sie haben wir machen eine Erfahrung, dass man euch als dumm dargestellt hat. Es hat etwas mit, wie sie urteilen die Intelligenz, wie sie identifizieren sich selbst mit der Intelligenz. Man kann alle Erfahrungen so urteilen. Ne? Aber wichtig ist, dass Bernard de Morel erklärt, der Menschen verbessert sich in diesem Kontakt mit der seine Intelligenz, seine Bewusstsein, sein universelles Bewusstsein, ewige Bewusstsein, verbessert sich in der Kommunikation und gleichzeitig transformiert er sein Ego, sodass er in der Lage ist, diese neue Informationen zu tragen. Weil es ist nicht schön, dieses Ego hat Angst,
man sagt, dass der Ego will nicht sterben, aber er wird nicht sterben. Der Ego muss domestiziert werden, so dass er nicht mehr arbeitet, das ist die Funktion des Ego, dass er nicht mehr immer unter Druck des Angst arbeitet, aber nur ein Werkzeug ist für die Kreativität des bewussten Menschen. Und so hat er seinen Platz. Und man soll nicht, so wie viele, viele neue New Age Glauber erzählen, dass Ego töten. Das Ego muss nicht man töten. Er hat seine Funktion hier auf die Erde. Gucken Sie mal ein Kind. Ich habe das beobachtet bei meinem Kind. Als er ganz klein war, man hat ihm nicht beigebracht, dass Feuer gefährlich war. Er war vielleicht anderthalb Jahre und dann hat er seinen Finger in das Licht gelassen, in das Kerzenlicht gelassen und das hat verbrannt. Er hat seinen Finger lang gelassen und dann hat er bemerkt, dass er brennt. Ja? So sehen Sie, das Ego hat auch schon eine Funktion. Es ist nicht total dumm, in dieser Welt diese Ego zu haben. Okay, jetzt möchte ich Ihnen über die vier Realitäts Feld, wo die Menschen mit ihrer Umwelt, dass die Menschen betrachten können, um ihre Umwelt zu wahrzunehmen. Für Jung, es gibt vier Ebenen. Die erste, sagt er, mit materielle Ebene. Die zweite, die emotionale Ebene. Die dritte, die intellektuelle Ebene und die vierte, das ist die spirituelle Ebene. Also ich nutze das nur als ganz feine Leitfaden, dass ich irgendwann auch loslassen werde. Aber die erste Ebene, das materielle Ebene, das ist wie Realität, materielle Realität, das ist messbar. Das sind die Realitäten, dass ich wirklich... Also objektive gesehen, zum Beispiel Wind ist gerade viel Wind, ja. Es regnet gerade. Diese Auto misst man 2 Meter lang. Das sind messbare Sachen, ja. Dann es gibt eine zweite Ebene. Das ist die emotionale Ebene. Also das ist über Gefühle, über Emotionen, dass ich fühle. Ich bin sauer, ich bin traurig. Es ist mehr rational eigentlich, weil ich kann klar betrachten, ob ich wohlfühle oder nicht wohlfühle. Also diese. Es gibt eine ganze Palette von Adjektiven, um zu beurteilen, was ist das für eine Emotion, was ich habe. Und dann es gibt die intellektuelle Realität, das ist, wie ich erkläre mich die Welt durch Konzepte. Und die Konzepte kann man in Frage stellen, natürlich, auf jeden Fall. Aber das sind auch Arte, wie man sich die Welt erklärt, wie man das betrachtet. Ja? Man durch diese Filter des Konzepte, der Normen, der Erziehungsnormen, okay. Und dann es gibt die spirituelle Ebene, also da drin sind für viele Menschen die Religion, aber in meine Leitfaden, ich werde nicht Religion in diese Realität reinbringen, spirituelle Realität, ich bringe die in der intellektuellen Realität. Für mich Religion gehört. Und das ist wirklich so zu Konzepten. Es ist nicht natürlich, es wird erzogen, es hat Rituell, das man lernen muss. Ich spreche nicht da über Spiritualität, über Religion. Religion sind verbunden mit Rituellen. Also es ist etwas, der beigebracht ist. Es ist eine Betrachtung der Welt mit einer Organisation der Welt. Oder hierarchisch oder mit mehreren Göttern, auch mit bestimmter Hierarchie bei der Hinduismus. Also auf jeden Fall, das gehört für mich zu Konzepten. Und für Jung, die Menschen, um diese Welt zu verstehen, haben die Möglichkeit, durch diese vier Realitätsplan zu gehen. Nun, wenn Sie das wissen, gucken Sie mal bei der materiellen Realität. Was kann man betrachten heute, dass wir Technologie haben, die uns Reportage, Filme einfach falsch, Verfälschung machen können? Sie glauben, gucken Sie mal die Thematik über
der World Trade Center. Also es gibt viele Leute, die sagen, das ist nicht passiert, wo, so wie man sagte. Ja? Da sind nicht der Gründe, dass zwei Flugzeuge in die Tower gegangen sind, dass es runtergefallen ist. Man spricht über Explosionen, andere sprechen über Hologramme für die Flugzeuge oder zusammen mit holographischen Projektionen von Flugzeugen. Egal, aber sie haben bestimmt schon Erfahrungen gemacht, zum Beispiel über, also ich erzähle das, weil es ist bewiesen. Also in Irak, als der Krieg in Irak war, haben wir viele Filme in unseren Medien gesehen, wo die Dschihadisten hatten Statuen kaputt gemacht. Und wenn man wirklich diese Bilder analysiert hat, man hat gesehen, das sind eigentlich Kalkstatuen. Also das hat nicht zu tun mit echten Statuen. Das war eine Reproduktion. Und danach haben wir erfahren, dass es gab tatsächlich BlackRock-Milizen, die da waren, zusammen mit einem bekannten Museum, ich weiß nicht mehr, ob es London oder New York Museum war, Metropolitan, weiß ich nicht mehr. Aber dass sie das erstmal ganz organisiert leer gemacht haben. Ne? Und natürlich, wenn man glaubt, dass bestimmte Statuen kaputt gebaut worden sind, sie sehen, dass man wird nicht weiter suchen und man kann die verkaufen. Sie werden natürlich nicht in im Museum landen. Ne? Und es gibt sehr viele schwarze Märkte des Antiquitäten, die durch Museum organisiert sind. Also Sie sehen, wie die Information benutzt ist, um bestimmte Reaktionen des Volkes zu erzeugen. Also das bedeutet, also die Realität, die materielle Realität ist etwas, wo man uns fake machen können. Dann es gibt die emotionale Realität. Also die emotionale Realität selber, sie sind der Einzige, der weiß, ob sie traurig, Angst oder so. Aber was erzeugt euch Angst, ist sehr oft passiert. Sorry. Sehr oft basiert auf die materielle Realität. Stellen Sie sich vor, dass eigentlich es gibt keine Probleme mit wie viel Öl wir die Erde produzieren kann. Also dass die Erde, die Planete, produziert unendlich viel Öl. Ich meine Petroleum. Und das ist in die Anfang des 90er Jahre, dass die Klassifizierung in Fossilien des Peteröl, also des Öl von Steinöl, passiert ist durch bezahlte Wissenschaftler. Die haben dann diese Mythologie erzählt, dass wir brauchen Millionen Jahre, um Öl zu produzieren. Dann kann man einen höheren Preis erwarten, wenn man sagt, ja, aber es ist super selten. Ja? Und dann kriegt man so, dass wenn die Preise hochgehen, die Leute haben Angst, ja, dass sie nicht mehr an diese wertvolle Ressource rangehen können. Auch eine andere Sache, früher war Öl benutzt nur, diese Petroleum war nur benutzt als Gleitungsmittel. Ne? Das war keine brennbares Material. Es war benutzt in der Dampfmaschine oder Methanturbine von Holz, basiert auf Holz, Kombustion, arme Kombustion, weniger O2 benutzt, also als Lubrifikationsmittel und nicht als brennbares Mittel. Also da sehen Sie, wie man durch die falsches Symposium, falsche Wissenschaftler, die also ganz bezahlt worden sind, um falsche Informationen zu verbreiten, dass die ganze Population akzeptiert hat, sehr viel Geld zu bezahlen und dass auch die Leute Angst haben und die Angst ist real. Nur wie ich gesagt habe, wenn Sie Angst haben, erfahren Sie eine Erfahrung. Also ein Teil von ihnen, der
geistliche Teil von ihnen wird ihnen die Erfahrung machen, dass sie Leiden erleben müssen, dadurch, dass sie glauben, dass sie etwas falsch glauben. Und diese etwas falsch, das ist, dass sie Energie brauchen, wo sie eigentlich reine Energie selber sind. Ja? Und sie brauchen nicht Angst zu haben, dass irgendwelche Energie euch fällt. Ja? Wenn sie wüssten, dass sie alles erzeugen können, dann würden sie nicht an sowas glauben und sie werden nicht ihre Energie nutzen, um euch wach zu machen von dieser Lüge. Also und deswegen, man nennt das Egregor, also wenn sie Angst haben, geben sie Energie zu einer Gestalte, Energiegestalte, wo sie keine Kontrolle mehr haben. Und diese Energiegestalt ist zum Beispiel der Petrolschock, das wir in den 70er Jahren haben, dass alle Kollektive eng zusammen gestapelt sind, dass man nicht mehr die ganze Ökonomie weltweit kaputt gegangen sind, deswegen, weil die Öl so teuer war. Ja? Also das bedeutet, ich spiele, es gibt Leute, die wissen, wie sie mit ihrer Realität der Wahrnehmung spielen können, sodass sie Emotionen erzeugen, die Energie geben zu ihrer Bereicherung. Ja? Konzeptuelle Realität, also konzeptuell, wenn sie zum Beispiel diese Beispiel des Energie. Jemand erzählt eine Lüge über fehlende Energie, Emotion. Ich kriege Angst, dass ich nicht die Energie bekomme. Alors, non. Das erstmal, jemand spielt mit der Realität. Dann, ich nutze mein Gehirn und mein rationales Denken und denke, oh, etwas selten muss teuer sein. Das ist dann die intellektuelle Realität. Dann wirkt auf meine intellektuelle Betrachtung des Welt. Dann wirkt es auf meine Emotionen. Oh, dann wenn ich dann vielleicht kann ich nicht diese Energie haben, dann habe ich Angst, wie werde ich mich heizen, wie werde ich mit meinem Auto fahren. Sehen Sie, dann eine Lüge wird dann ein falsches Konzept erzeugen, dass ich könnte von dieser Energie nicht genug haben und wir aber ein wahres Angst kreieren, dann kriege ich richtig Angst. Und diese Angst erzeugt die Erfahrung des Mangels. Ja? Und dann haben sie etwas, das sie nicht mehr kontrollieren können. Ne? Plötzlich haben sie einen Krieg oder eine Ökonomie-Stop oder so. Hm? Aber ist das schlecht? Nein, das ist nicht schlecht. Es gibt in der Natur die Möglichkeit, Pocket zu spielen. Es ist ganz natürlich. Zum Beispiel, es gibt Pflanzen, sie riechen gut, sie haben tolle Farbe und dann kommt der Moskito und wird sofort gefressen. Ne? Also der Pocket ist erlaubt in der Natur. Der Chamäleon ändert seine Farbe. Ja? Es ist okay, dass jemand Pocket spielt. Ja? Es ist ihre Sache, wenn sie daran glauben und dann sie werden Opfer von ihrer Glauben. Darum geht das. Diese Leute machen nicht schlecht. Sie testen eigentlich, sie sind total in Linie mit der Kräfte der Universum, die da sind, um euch zu erwachen, auf was sie nicht sind. Ja? Und sie testen sie mit Lüge und wenn sie da drin fallen, das ist ihre Sache. Ihre Sache. So, und ja, ich wollte noch damit fertig sein für die erste Teil. Also, im Grunde genommen habe ich gerade erzählt, inwiefern der Abstand zwischen was ich glaube zu sein und das bedeutet meine Erfahrung und was ich ehrlich bin,
in meine Natur. Das bedeutet ewige immaterielle Bewusstsein. Wenn dieser Abstand dazwischen, was ich glaube und was ich richtig bin, ist sehr weit, da ist sehr viel Leiden. Sehr, sehr viel Leiden. Also da sehe ich, ich zeige jetzt eine Grafik dafür. Und wenn Sie sehen, wenn dieser Abstand reduziert wird, das bedeutet, ich höre auf, langsam mich zu identifizieren zu etwas begrenzt, schwach, limitiert, sterbend, dann werde ich wie Jesus in der Suprakonscience. Suprakonscience, das bedeutet, ich vibriere genau in der Materie, was ich von meiner Quelle bekomme. Ohne Angst, ja? Ich bin aligniert. Und ja, und das ist auch die letzte Sache, die ich möchte zeigen hier mit diesem anderen Diagramm, ist, dass die Ökonomie ist nicht da, um die Menschen als Sklaven zu bringen. Die Ökonomie ist von der Menschen erzeugt und nicht von Elite, von Menschen erzeugt, ein Zusammen-Egregor, das wir zusammenbauen, um zu erfahren, dass wir das nicht sind. Wir bauen Systeme, so Ökonomie, wir bauen Businesses in der Ökonomie, die uns erfahren lassen mit Leiden, dass wir kein Körper sind, Organenbusiness, Gesundheitsbusiness, dass wir nicht von jemandem horchen sind. Wir sind nicht da, um zu horchen mit Organisationen, dass wir gründen, ne, durch unsere Angst, dass wir gründen, um diese Erfahrung von kompletten kranken Befehlen, bis dass wir keinen Bock mehr haben. Wir, also zum Beispiel Staat, Funktionariat, Funktion, Beamte, Organisation, also zum Beispiel, okay, einen Moment. Und dann wir, okay, dann sehen Sie, dass die Ökonomie ist ein Egregor. Es ist etwas, das wir zusammen erzeugen, um unser echtes Sein. Wir brauchen zu wissen, wer wir sind. Und wir konfrontieren uns auf was, wo wir uns identifiziert haben mit Leiden. Und dafür ist es da. Deswegen die Funktion ist gut, eine Seite. Es ist gut, ja. Und wir sind alle Komplizen von dieser Egregor. Es gibt keine Unschuldige, sobald dass sie kaufen ein Produkt oder dass sie für eine Firma arbeitet, wie Pharmafirmen oder Ressource, Ölindustrie oder als Beamte, sind sie selber, sie sind selber diese Angst. Sie sind selber diese Angst, sie glauben, das hat Sinn. Das ist richtig. Das ist okay, Menschen zu kommandieren, Menschen zu kontrollieren, Menschen zu heilen. Und das bedeutet, sie wissen nicht, dass sie Menschen können sich selber heilen, dass sie diese Macht haben, dass sie brauchen, dass die Menschen haben ihre eigene Justiz. Die Justiz ist mein ewiges Bewusstsein ist der mich die Erfahrung macht in der Materie, dass ich auf mich selbst erwache, dass ich weiß, was ich richtig bin. Und was ich bin, ist nicht dieser ganze Schrott da, diese limitierte Menschen. Und solange dass wir wollen das nicht verstehen, dann werden wir leiden. Und werden wir für diese Gestalt arbeiten. Und diese Gestalt, wenn Sie ganz, ganz schön gucken, die Business der Bücher, Historie, Filme, alle Businesses sind da, um euch diese Identifikation, weil die Menschen identifizieren sich für, mit Produkten, mit Objekten, tote Objekte, alle diese Produkte sind Obsoleszenz, die sind
nicht ewig, sie gehen kaputt und müssen ersetzt werden. Also diese Identifikation mit Produkten macht, dass sie glauben, dass sie selber eine begrenzte Lebensdauer haben, ja? Dass sie wissen nicht mehr mal, was sie wirklich sind. Ja? Und okay, ich denke, ich werde jetzt aufhören mit dem ersten Teil des Buches. Da habe ich nur über die Introduktion des Buches gesprochen. Der nächste Mal, wenn ich mein Video mache, werde ich über die Konditionierung, also die Konditionierung, wo wir bewusst sein können, dass wir die bekommen haben. Weil es gibt andere Programmierungen, das können wir nicht wissen. Also, weil wir haben keine Erinnerung davon. Unsere Erinnerung von was wir nennen die Vergangenheit ist leer von dieser Information. Aber wir haben Zugang dazu. Und das ist die zum Beispiel mit der Familienaufstellung und solche Sachen und auch intuitive Träume oder so kollektive und auch Erfahrungen können uns auch sagen, da ist irgendwelche Programmierung, das ich habe, das ich nicht mal weiß. Und das wird die nächste Teil. Okay, ich bedanke mich für das Zuhören und ich weiß, dass die deutsche, meine deutsche Freundin sind sehr gute Analytiker. Die Philosophen, der deutsche Philosophen sind, haben sehr viel gebracht zu der Humanität über die rationale Analyse. Und der Bernard de Montréal erklärt auch, dass es gibt, dass der Mensch in seiner Natur ist ein Wissenschaftler, ja. Und wir wissen, dass diese deutsche Art zu denken, die Sache rational zu denken, ist eine große Hilfe für die Entwicklung, für das Wissenschaft. Und leider, ich finde, als ich in Deutschland war, vielleicht wegen des Krieges, also die Deutschen sind sehr ängstliche Hase. Und das ist klar, wenn man 10 Millionen Menschen in einen Krieg verloren hat, kann man klar verstehen, dass man nicht mehr sich rebellieren will. Und es geht auch nicht darum. Aber die Deutschen müssen auch raus von der Materiale, trotz dass sie fast vergewaltigt waren durch die amerikanische Kultur, müssen sie raus von der materiellen Betrachtung des Menschen Sicherheit finden. Da ist keine Hoffnung. Und solange dass die Deutschen so an materielle Konsume glauben werden, als ob es würde die sicherstellen, also wie gesagt, ich weiß, es gibt ein sehr großes Trauma hinten, da werden sie nicht in der Lage, sich von der Angst zu befreien und an ihre richtige Natur zu Kontakt mit ihrer richtigen Natur, richtige Kontakte, bewusste Kontakt zu nehmen. Voilà. Ich wünsche euch eine schöne Tage und eine schöne Zuhören und Wiederhören, wenn nötig. Und bis bald.